Jo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Get Down. Ja, ich nehme heute mal mit Facecam auf, fragt mich nicht wieso. Ich hatte einfach Lust darauf und, oh Gott, da ist jemand hinter mir, der Hurensohn, Alter. Ich dachte mir, weil wir so, fuck, wenig Vlogs hochladen, mache ich mal. Ey, was ist denn gerade bei mir falsch? Nehme ich überhaupt auf? Ja, ich glaube, ich nehme auf. Dachte ich mir, ich nehme mal mit Facecam auf, denn, weiß ich nicht, das ist halt so ein bisschen Real Life, du warst so ein bisschen zusammen. Und jo. Standbild, Dankeschön. Ich nehme jetzt, beziehungsweise wir nehmen jetzt mit OBS auf. Und jo, das macht mich glücklich. Nein, ich hoffe einfach mal, die Qualität passt durch OBS trotzdem noch, weil ja mit Traps aufnehmen dezent anders ist und ja. Durch OBS könnte es zu Lags kommen. Oh Gott, welcher bin ich denn? Ich bin Vierter, okay. Hier ein bisschen runter, dann darüber. Komme ich zu dem? Oh, ich habe gerade Lags. Komme ich dahin? Ja, natürlich bin ich dahin gekommen, Alter. Das Wasser hat mich verwirrt. Danke, Spiel. Wie viele Coins habe ich denn? Wo bin ich? Da unten 252. Alles klar. Ich denke nicht, dass das reichen wird. Das ist nicht unbedingt viel für eine erste Runde. Ja, da muss ich jetzt erstmal noch ein paar Coinblöcke suchen. Da wäre einer. Komme ich denn an den ran? Ich glaube es leider nicht. Oh, es ist schon ein Gewinner. Randy Lover. Ist nicht mal der Premium. Aber der Premium ist zweiter. Ja. Ich hoffe mal, die Aufnahme ist nicht ganz so hässlich. Weil ich halt hässlich bin. Dead Schlussfolgerung, Digga, ey. Unglaublich, Alter. Ach Mann, ich komme nicht an Coinblöcke. Die Maps zu gewinnen bringt nämlich so richtig wenig. Das kann man nicht mal wirklich Siegerprämie nennen. Das ist so ein Fick dich. Das ist einfach so. Oh Gott. Ich bin gerade mit meinem rechten Arm hier von der Armlehne abgerutscht und dann hat sich so meine ganze Maus verschoben. Fall halt komplett bis unten durch. Kann es sein, dass manche Maps länger sind als andere? Die sieht zum Beispiel richtig lang aus. Ja, ich töte. Warum kann ich ihn nicht töten? Bitte Lucky. Ja, das habe ich bekommen. Resistenz. Komm, dann gehe ich runter und dahin und hier. Rüber, darüber. Was ist denn das, Alter? Ich habe diese Map noch nie so richtig beurteilt, betrachtet, nicht beurteilt, Alter. Was bin ich denn für eine Missgeburt? Missgeburt. Bin ich jetzt getrappt? Nicht dein Ernst? Nee, bin ich nicht. Gut. Gott sei Dank. Da hinten. Wie komme ich da hin? Ich wette, da komme ich leichter hin. Aua. Bitte sei lucky. Oh Gott sei Dank. Resistenz. Dann könnte ich es da so machen. Hier hin und den Sprung schaffe ich glaube ich nicht. Aber den einfach genauso wenig. Aber was bin ich denn für ein Pisskind? Und dann, ach Mann, das ist traurig. Ach Mann, naja. Ich hoffe, es ist nicht irgendwie im Hintergrund so krass laut oder so, denn meine Mutter, die baut gerade ein Bett auf. Und ja, es könnte laut sein. Und ich hoffe mal, das hört man nicht, falls die jetzt anfängt zu bohren oder so einen Shit, warum auch immer die für ein Bett bohren sollte. Aber was sie damit anfangen tut, gutes Deutsch, was sie damit anfängt, tut es mir leid. So wollte ich sagen. Hat denn mal jemand ansatzweise die Map geschafft? Eigentlich nicht, ne? Ey, yo, okay, alles klar. Ich habe schon mal ein paar Blöcke. Oh mein Gott, Gott sei Dank habe ich gelaggt, Alter. Oder eher gebuggt. Gelaggt war es ja nicht. Oh, 41. Apropos gebuggt, wie hat euch die Runde Skywars von gestern gefallen? Falls ihr bis zum Ende geguckt habt, wisst ihr, was passiert ist. Und wenn nicht, dann geht jetzt auf den Kanal und geht zurück zu Skywars. Würde ich ja sagen, die Playlist ist in der Beschreibung verlinkt, aber Skywars ist ja ein eigenständiges Projekt und
daher werdet ihr in der Playlist von Minecraft PvP nichts dazu finden. Der Typ ist die ganze Zeit bei 46, sammelt er irgendwie nur noch Blöcke oder stirbt er und dann geht jemand anders dahin oder, und das ist irgendein Girl, ach man, ich lebe noch. Nur weil ich jetzt mal den Namen lesen wollte, damit ich mir merken kann, ob da die ganze Zeit der gleiche vorne ist, bin ich jetzt fast gestorben. Oh mein Gott. Ein halbes Herz. Alles klar. Ich hasse es zu regenerieren. Oh Gott, noch 24 Blöcke und ich habe noch 28. Komm schon. Komm, komm, komm. Ich... Nee, schaffe ich nicht. Aber bitte, ach man. Imitation Girl. Wer ist denn Imitation Girl? Gucken wir mal. Imitation Girl. Imitation. Ah, die ist Imitation Girl. Alles klar. Hallo Imitation Girl. Ich bin auch hier unten. Oh, wer ist das? Alles klar. Darf ich mir schon kaufen? Nee, LSD. Oh, LSD ist eine gute Map. Die mag ich. Das wisst ihr ja. Aber falls ihr die andere Getown-Folge geguckt habt. So, alles klar. Sorry, ich bin einfach nur ein bisschen runtergehüpft. Ich hab nichts. Bin ich gestorben oder so. Meine Mom kam gerade rein und meinte, sie wird jetzt gleich hämmern. Das bedeutet, ich sollte schnell diese Runde hier gewinnen. Am besten, weil... Was denn auch sonst? Ach du Scheiße. Und yo, damit ihr das nicht zu krass hören müsst. Und yo. Okay. Übrigens, nur weil ich jetzt mit OBS aufnehme. Falls ihr euch nicht auskennt mit OBS, könnt ihr aufnehmen und dann wird halt direkt gerendert, also während ihr aufnehmt und das ist halt eigentlich auch zum Livestreamen und jo. Ich wollte aber sagen, dass die Videos ja trotzdem noch geschnitten, bearbeitet, etc. werden. Nur weil ich mit OBS aufnehme, heißt das nicht, dass ich da mir keine Mühe mehr mitmache und ich habe die Map gewonnen. LSD ist so eine coole Map. Das ist unglaublich. 120 kriegt man dafür, okay. Ach, 700. Ja, das geht ja. Ich weiß nicht, ob da wieder was gepatcht wurde oder so. Ich weiß nur, dass der Stärketrank... Da gerade ein unsichtbarer Block. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Stärketrank weg ist. Na, ich stelle mich mal hier hin und kaufe einen. Erstmal hier Eisenschwert. Oh Gott, ich glaube, das ist sehr laut. Hier... Ich könnte mir einen Enterhaken kaufen oder einen Heiltrank. So, hier 5 Steaks. Oh Gott, ja, ich kaufe mir jetzt mal ein Extraherz und einen Enterhaken und... ich weiß nicht mehr, ich kann mir sonst nichts mehr leisten. Das ist jetzt nicht so gut. Da guckt er mich an. Da guckt der Hurensohn mich an, Alter. Aber das wird sicher einer sein, der gut im PvP ist oder so. Sein Name jetzt nicht unbedingt darauf schließen lässt, aber gut. Vielleicht will er uns ja damit verwirren, ihr wisst. Umgekehrte Psychologie. Ach du Scheiße, ist das komisch. Aber ich denke mal, vielleicht wird er sich einfach im PvP... also vielleicht braucht er keine gute Sachen. Ist im PvP so gut, dass er sich mit seinen schlechten Sachen hochfarmen kann und jo... Warum geht das nicht im Wasser? Fick dich. Geht das so? Wahrscheinlich kann ich mich damit nicht rausziehen, Alter, doch. Aber wahrscheinlich nicht weit. Was ist denn das? Das ist ja voll scheiße, Mann. Okay, das ist jetzt nicht so krass gewesen, also alles klar. Da unten sind meistens Leute, die kämpfen. Okay, sie hat ein verzaubertes Steinschwert. Alles klar. Kriege ich sie trotzdem? Vielleicht hat sie ja extra Herzen oder so. Okay, 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 ich hab sie, alles klar. Hat es Sharpness? Ja, es hat Sharpness, alles klar, okay. Hier auf die 5, erstmal den Goldapfel. Es sind noch 4 Spieler. Ich muss so krass nach rechts gucken, weil... Okay, ich kann nicht sagen, mein Bildschirm ist so krass groß, Digga. Hey, ich bin so bonzig, ich kann hier so... Nee, aber ich spiele auf Vollbild und dann ist das ein bisschen...
Dieser Enterhaken ist so buggy, ne? Ich glaube, der hackt. Hundertprozentig hackt er, ja. Alles klar. Wieder mal nur wegen Hacker verloren. Das ist typisch Revi, aber okay. Ich denke mal, die Aufnahme wird so passen. Bevor jetzt weiter gehämmert wird, beende ich die erstmal. Und ich sage, ich hoffe, euch hat diese Aufnahme gefallen. Und ich habe zwar nicht gewonnen, aber wenn jemand hackt, dann macht es auch gar keinen Sinn mehr. Okay, der hat nicht so gutes Equip und... Okay, die chillen da so. Also wäre es eine nervige Runde geworden. Naja, ich hoffe, diese Aufnahme hat euch sehr gut gefallen. Wie ich schon gesagt habe. Ich weiß nicht, warum ich gerade so dumm rede. Entschuldigung. Wir sehen uns morgen. Irgendwann. Weiß ich nicht. Nee, wir sehen uns 18.30 Uhr beim Shakes and Fitted Video und morgen dann irgendwann wieder. Ihr wisst, gut. Bis dahin, tschüss.